Willkommen zurück, Leute. Zadaif. Wir play Oldschool. Wolfenstein. Und so weiter. Dass der uns nicht sieht, ist ja ein Ding. Oh Gott, ich soll einen Köter. Alter, wie leicht man die scheiß Drecksköter übersieht. Du hässliches Ding. War doch eine Wache gerade noch. Da ist er. Sieht der mich? Ne. Schaffen wir es, den zu holen? Sieht so aus. Hier drinnen rennt auch einer rum. Schön Eihol. Gibt's denn überhaupt was zu holen? Geheim. Was sagt denn unsere schlaue Garde hier? Wo sind wir denn überhaupt? Da. Ach, hier ist ein Fragezeichen. Denn die können wir aufmachen. Hier ist ein Scheißhaus. Und Leben. Feines Zimmer. Richtig Parfum. Was ist das? Was wird denn hier noch angezeigt? Nee, ist hinter mir. In den Raum. Geheim. Da. So, ab in den Schleichmodus wieder. Oh Gott, da ist einer. Wo muss man denn hin, Alter? Das ist doch voll riesig hier. Oh, oh. Alter. Geh drauf! Alter. Oh,
Warum ist hier so ruhig? Gibt es hier keine Musik? In einem Scheißhaus oder was? So. Ja. Aber das nicht mitnehmen. Genau. Ob wir uns von hinten anschleichen können. Och nö. Gibt's hier noch was Brauchbares? Rüstung. Naja. Wir sind der rote Blitz. Oh. Du hast mich nicht gesehen. Was zum Du Drecksack. Ich habe außersehen mein Messer hier weggeschmissen. Alles mitnehmen. Wo sind wir denn jetzt überhaupt schon wieder hier? Hier. Alter, echt jetzt? Große Hackfresse hier. Sieh mal einer an. Die Priesterin des Todes. So stolz auf sich. Die Mama nackig. Okay. Mit zwei Messern ist es ja noch abartiger. Wo ist denn der andere Sack jetzt hin? Oh, nehmen wir mal so ein Ding hier, wa? Alter. Ein Saboteur! Doch woher kenne ich den bloß? Der kommt mir auch bekannt vor. Ja, der Nachtzug. Meine Güte, du hast recht. Seinem Abzeichen nach ist er Amerikaner und Anarchist, hm? Ein Amerikaner! Gut. Sofortige Liquidierung von ihm und allen Insassen von Block 4. Das sollte eine eindrückliche Warnung sein für all die Schweine, die an einen Aufstand gedacht haben. Alarmieren Sie Herrn Faust.
Dabei muss ich nicht zusehen, oder? Der Gestank dieses Ortes. Mach, was du willst. Was hast du dir dabei gedacht, du einfältiger Idiot? Weitermachen, Herr Faust! Hey, Batterie! Die Batterie, haben Sie sie? Ich hätte Klobo mal nicht drücken sollen. Ich hätte gern gesehen, was er gemacht hat. Was soll das? Gehorche deinen Befehlen, verdammter Blecheimer! Schon eklig. Jetzt befreien wir die anderen. Verstanden? Wir gehen ins Lager, öffnen die Garage, dann klauen wir ein Fahrzeug und durchbrechen die Tore. Los! Jawohl, Mech-Power! Was war C? Obwohl, das andere finde ich geiler. Ich schieß das Ding langsam. Wo denn noch? Nachladen. Die Ton zum Einstürzen bringen? Scheiße, scheiße! Ach komm, willst du mir nicht sagen, dass du so viel aushältst? Das ist ein Witz hier. Muss die aushalten?
Kann man den umtreten? Ah, das geht auch. Totlatschen kam uns also um. Herr Blaskovic, setzen Sie mich auf dem Dach ab! Ich gehe in die Garage und öffne die Tore! Na, wo krabbelt er? Warte mal nach hier. Mach ich. Oh. Scherz, wie viele kommen denn da? Okay, hau auf die Schnauze. Meine Fresse. Ist ja nur ein Reinhalten. Oh, hier ist auch was. Rüstung. Ich hätte gern aber... Ist hier noch irgendwas? Rüstung auch alles voll. Hier sind noch Kisten. Boah, nix drinne. Oh, warte mal. Na gut, steigen wir mal ein. Scheiße. Ich mache sonst keine Komplimente. Aber ich habe möglicherweise den Nutzen Ihrer affenartigen Physis unterschätzt, Blaskovic. Dati Schutt. Sagen Sie es mir. Wer sind die? Die Dati Schutt sind eine uralte mystische Gruppierung. Über Jahrtausende war absolute Geheimhaltung unser oberstes Gebot. Was wollen Sie tun? Beten, oder? Nein, nein, mein Kind, wir beten nicht. Wir erfinden Dinge, verstehen Sie? Die Technologie, die die Dati Schutt entwickelt haben, ist allem, was Sie jemals gesehen oder sich vorstellen können, um Jahrhunderte voraus und hochgefährlich in den falschen Händen. Das Regime hat unser Versteck gefunden, unsere Geheimnisse gestohlen und damit den Krieg gewonnen. Alles, was sie erreicht haben, einfach alles, basiert auf unserem Wissen. Aber es gibt nicht nur ein Versteck. Wir haben Hunderte davon an den geheimsten Orten auf der Welt. Hunderte,
Manche klein und provisorisch, wie das vom Regime entdeckte. Andere groß und bis oben hin vollgestopft mit Wissen, unglaublichen Erfindungen, Dingen, die ihnen wie Magie vorkommen würden. Nun, ich kann sie an einen solchen Ort führen, aber es wird nicht leicht. Was brauchen wir? Das Versteck, das ich meine, liegt tief im Atlantik. Wir brauchen ein U-Boot, das extrem tief tauchen kann, das ist alles. Tja, ein gottverdammtes U-Boot des Regimes stehlen? Das wollen Sie? Sind Sie völlig übergeschnappt? Ich weiß, wo wir eins herbekommen. Aber damit es klappt, muss das Ding hier funktionieren. Kriegen Sie das hin? Madame, ich bin ein Ingenieur, der Darty-Shoot. Sowas kann ich im Schlag. Gut. Wir bräuchten daran auch noch ein paar zusätzliche Modifikationen. Ich werde die Details für Sie notieren. Blazkowicz, Sie helfen ihm dabei, ja? Oh, sehr gut, sehr gut. Sehr gut, danke. Das hört sich doch mal alles geil an. Ich bräuchte noch ein schönes Gerät. Bitte. Seth. Ja. Ich frage mich, was Ihre Organisation eigentlich genau getan hat. Ging es um irgendwelche übernatürlichen Maschinen? Übernatürlich. An sowas glauben wir nicht, Mädchen. Wir glauben an Gott. Die Darty-Shoot folgen einer Philosophie, einem Weg, Gott durch Wissen zu verstehen. Sie beruht auf reiner Vernunft, reinem rationalen Denken. Das ist kein übernatürlicher Quatsch. Ja. All die Dinge, die Sie erschufen, wozu waren die ursprünglich gedacht? Ach, Sie verstehen das nicht, Mädchen. Es gab bei uns weder einen Zweck noch eine Absicht, abgesehen vom Akt des Erschaffens. Wir halten Zwiesprache. Mit Gott verstehen Sie. Ich komme nicht mehr mit. Wie mathematische Gleichungen. Weiter, weiter, Mädchen. Und jede gelöste Gleichung bringt Sie Gott näher. Hm. Aber hatten die Maschinen denn gar keinen Zweck? Der Akt des Erschaffens an sich ist der Zweck. So ist es, Mädchen. Ja, ja, jetzt endlich hat es bei Ihnen Klick gemacht. Erkennen Sie den Unterschied, Mädchen? Mädchen. Das sichere Versteck, das ich Ihnen zeigen werde, ist keine Schatzkammer. Es liegt tief, tief unter der Erde und hält einige unserer gefährlichsten Schöpfungen weit, weit weg von der Außenwelt. Sie haben Ihren Zweck bereits erfüllt, verstehen Sie? Wenn es der Sache dient. Oh, Herr im Himmel. Das war doch mal ein interessantes Gespräch. Und ja, in der nächsten Folge suchen wir das Schweißgerät und helfen den alten Knacker, das komische Ding, was auch immer das sein soll, zu reparieren oder zu modifizieren. Also vielen Dank fürs Zuschauen und haut rein!